Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Game Dev Tycoon hier auf meinem Kanal. Und ja, ihr wisst es, ich habe Game Dev Tycoon ja pausiert gehabt vor einiger Zeit und jetzt habe ich sozusagen Game Dev Tycoon aus dem Schlaf wieder zurückerweckt. Und ja, wie soll ich sagen, in den letzten Tagen kamen ja nicht wirklich Videos, wie ihr gesehen habt. Und zwar lag das unter anderem daran, dass sich mein Aufnahmeprogramm zerlegt hat. Also erst hat sich mein Schnittprogramm zerlegt gehabt. Da habe ich mir ein neues gekauft. Und jetzt hat sich mein Aufnahmeprogramm zerlegt. Jetzt habe ich aber mein altes Aufnahmeprogramm wieder genommen. Und es ist jetzt wieder etwas komplizierter aufzunehmen. Dafür ist es wieder nicht so kompliziert zu schneiden. Und ja. Außerdem. Es sind Sommerferien und gönnt mir ein bisschen Real Life, so ein bisschen, wisst ihr, so Freibad und dann halt Real Life, Leute, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ich persönlich saß auch in den letzten Tagen überhaupt nicht am PC. Ich bin, glaube ich, seit 3 oder 4 Tagen nicht mehr auf meinem TS gewesen. Und ich entspanne mich. Also ich entspanne mich nicht, aber ich bin draußen, ich hänge mit Freunden ab und da ist sozusagen die PC-Welt erstmal jetzt zweitrangig und das finde ich auch okay. So, ich habe ja jetzt ja schon etwas länger nichts mehr gemacht, da wollen wir mal gucken, was ich so in der Historie gemacht habe. Als letztes eine Regierungsstrategie, okay. Und ja, ich habe auch mittlerweile die 200 Abonnenten geknackt, da bin ich euch sehr dankbar und wow. Wenn man überlegt, dass ich im März, glaube ich, die 100 geknackt habe und jetzt schon die 200. Es geht doch recht schnell. So, Wirtschaft. Simulation auf dem. War der PC einen schlechten Marktanteil? Muss ich den Marktanteil mal wieder hochbekommen. So, und zwar nenne ich das. Nee. Wisi. Abkürzung für Wirtschaftssimulation. Wisi. Also irgendwas stimmt hier mit meinem Bildschirm nicht so ganz. Es ist irgendwie sehr weit unten. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Ich hatte mich auch zwischendurch irgendwie, naja. Hat mein PC nicht so ganz mitgemacht. Was? Möchte gerne meine neueste Engine machen. Das ist die da. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe es jetzt etwa länger nicht gespielt und das ist wirklich außerhalb meines Bildschirms. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Muss ich irgendwas mit den Einstellungen? Egal. Und zwar nehmen wir hier die 3D-Version 4. So. Wie sie wird jetzt gemacht. Okay, also in eine Simulation gehört ganz viel Engine, ein bisschen Gameplay und machen mal ein kleines bisschen Story mit rein. So, die Engine können wir jetzt nicht ganz so mal mit so ein bisschen Ding. Das sehe ich als okay an. So, tun wir mal Erfolge rein. Und Koop spielen braucht man dann Wirtschaftssimulation nicht. Charakterentwicklung auch nicht, würde ich es nicht sagen. Ja. So, sind alle eingeteilt. Gut, machen wir mal. Okay. Also irgendwas stimmt hier nicht. Es tut mir sehr leid, dass es ja irgendwie, wie soll ich es am besten sagen? Also bei mir persönlich sind manchmal die Button außerhalb meines Bildschirms. Und ja. Mach mal großes Marketing und ich habe ja noch jede Menge Geld hier, seht ihr ja. Es kann auch gut sein, dass die Maus wieder flackert, weil ich jetzt halt wieder mein altes Aufnahmeprogramm habe, weil das mit dem neuen nicht geflackert hat, aber beim alten geflackert hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass es immer noch flackert. So, künstliche Intelligenz, Level Design, so, Synchronsprecher nehmen wir mal mit rein. Obwohl braucht man nicht, wir machen ja nicht. Obwohl vielleicht. Obwohl, nee, braucht man nicht. Keine Ladebildschirme, das wäre doch mal geil. Level Designer, scheiße, Alter. Muss ich irgendwas rausnehmen? Wir machen mal Minispiele raus.
Na, ja, gut, Ladebildschirm machen wir wieder rein, Minispiele und so. Für Minispiele machen wir auch aus, gut. Weil jetzt seht ihr, jetzt muss ich langsam mal hier so ein bisschen YouTube machen, ne? So. So. Ich weiß überhaupt nicht, auf welchem Platz wir waren. Ich glaube, wir waren Platz 70 oder 60. Ich weiß es nicht. Ist ja schon etwas länger her, ne? Das ist ja schon etwas länger her. So. Ah, Platz 42. Ja, gut. Bin ich mit einverstanden. So, der Hype, der steigt natürlich jetzt ins Unermessliche durch den Markt, durch den E3 und durch das Marketing. So, Sound ist wichtig. Machen wir mal ein bisschen Spielwelt-Design. Machen wir mal hier. Surround Sound haben wir drin. Gut, da braucht man den Stereo-Sound nicht drin haben. Ein Wirtschaftssystem ist natürlich super wichtig. Ja, Level-Design machen wir mal ein bisschen so hin und Grafik so. So. Ja, es ist wunderschön, dass Apple jetzt das iPad rausbringen möchte. Ich bleibe aber dem PC treu. So, der Hype ist gerade über 300. Nee, mal kein Interview geben. So. Jetzt müssen noch diese riesen Bugs rausgemacht werden. Weil ja, irgendwann ist nämlich auch, habe ich so viele Bugs drin, dass irgendwann der Hype wirklich runtergeht von den Bugs rausholen. So. Neuer Rekord, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, Technologieebene, glaube ich, das ist nicht schlecht. So, oh, habe ich hier viel. Neues Thema, neue Kombination und gutes Management. Gutes Management erreicht man in dem Sinne, wenn kein Mitarbeiter überarbeitet wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, werde ich jetzt mal in Urlaub schicken. Weil bei mir war das Problem, dass ich nämlich ein Grafikkarten-Update bekommen habe und seitdem irgendwie die Auflösung auf meinem PC total Schrott ist. In Urlaub schicken. Also bitte lass gute Bewertungen sein. Was? Habe ich schon mal besser hinbekommen. So. Urlaub schicken. Urlaub schicken. In Urlaub schicken. In die Urlaub. Und in die Urlaub. Aber natürlich nicht so gut verkauft, allein dadurch, dass ich jetzt halt ne, nicht so gut Bewertung drin habe. Aber ich kann jetzt hier mal kurz einen Spielbericht dazu erstellen, was nämlich der Fehler dran war. So, den Detail kannst du schon mal was forschen, weil wir haben Forschungspunkte ohne Ende. Dynamische Welt, realistisches Wetter, Alter. Online-Spiel. Online-Spiel ist super wichtig. Weil, ja, vom Online-Modus erreicht man halt sau viele Leute, ja. Ja, erst jetzt Goldstatus erreicht, das hatte ich bei anderen Spielen schon. Im ersten Monat. So, du. Machen wir mal ein neues Thema, irgendwas, was hier, machen wir mal Horror-Game. So. Du erforscht bitte auch ein neues Thema, und zwar Militär. Kann man eine Militärsimulation draus machen, ein auf Armor-mäßig. So.
Ein virtuelles Haustier, das ist immer gut für die Kinder. Könnte man auch mal ein Spiel nur für Kinder machen. So, Sport, dann könnte man so eine Art E-Sports machen. Weltraum, könnte man sowas machen wie Star Wars Old Republic. Mit Comedy wüsste ich gar nicht anzufangen, weil irgendwie, ne? Gameplay scheint sehr wichtig zu sein, okay. Ja, lag daran, weil sie halt schon langsam in Urlaub mussten. Na, war natürlich schlecht geregelt. Weil wie gesagt, ich bin jetzt vor, keine Ahnung, 2 Monaten das letzte Mal gespielt und natürlich weiß ich nicht mehr, dass meine Mitarbeiter danach auch nochmal Urlaub brauchten, weil das kann ich natürlich über 2 Monate nicht merken. Vor allem, weil zwischendurch noch irgendwie hier Abschluss war und Abschlussprüfungen und sowas alles. Und da habe ich natürlich dann wichtige Sachen im Kopf. Ne? Also. Ich kann so viel sagen, dass ich meinen angestrebten Abschluss, den ich wollte, also den ich angestrebt habe, mit Bravour geschafft habe. Und ja. Gut, jetzt habe ich etwas länger Ferien als alle anderen. Ungefähr 8 Wochen. Und ja. So, machen wir mal ein neues Spiel. Und zwar habe ich jetzt mal was vor. Und zwar möchte ich jetzt gerne mal ein virtuelles Haustier. Und zwar Strategie. Auf den Nintendo DS. Ja, dafür kaufe ich jetzt auch die Lizenz. Mit meiner neuesten Engine für Kinder. Und das ist ein großes Spiel. Unterstützt der Nintendo DS nicht gut. Und das war, nennt man das jetzt. Hund. So, und weiter. Mit meiner neuesten Grafik. Ja. So. Erfolge ist wichtig bei. Ja, Tutorials ist super wichtig bei Kindern. Cloud-Spielstände brauchen wir nicht. So. Grundlegende Physik. Ja. Ah, gut, wenn sie halt mal gemeinsam spielen wollen. Es ist ja jetzt halt mehr spielermäßig jetzt gedacht, nicht über online, sondern halt über LAN. So, Spielstand ist dann super wichtig, weil wenn ich keinen Cloud-Spielstand habe, muss ich den Spielstand nehmen. So. Ich muss irgendwas rausnehmen, damit. Ah, hier Mod-Support. Mods braucht man bei Kindern nicht. Und das auch nicht. So. Starring Quest noch mal so. Machen wir es mal so hin. So. Gut, dann wollen wir jetzt mal Marketing, die Marketinghölle anschmeißen und eine große Kampagne für 2 Millionen machen. Beim letzten Spiel hatte ich ein mittelmäßiges Spiel gehabt, habe ausgegeben ca. 4 Millionen an Werbung und dann halt nochmal am Spiel jede Menge und kam ungefähr bei 0 wieder raus. Also ich habe in dem letzten Spiel jetzt kein Minus gemacht. So. Synchronsprecher braucht man gar nicht, weil, ne, Dialog ist sowieso auf 0. Level Design ist dort oben und künstliche Intelligenz machen wir mal so hin. So, gucken wir mal wie. Ja. Dann machen wir am besten nochmal mal, obwohl, scheiße, kein Ladebildschirm, alter Falter. Das bringt gleich schon mal jede Menge Geld. Kostet halt jede Menge Geld und vielleicht kleinere Minispiele. Kleinere Minispiele wären mal nicht schlecht. Aber künstliche Intelligenz machen wir mal ungefähr so hin. So. Gut. So, Sound machen wir weit oben. Grafik ist nicht so wichtig und leere Spiele machen wir mal so mittelmäßig. So. So. Das Problem ist, wir dürfen Grafik nicht zu weit runter machen, weil die
3D-Grafik frisst saumäßig viel, aber es ist eigentlich unwichtig, weil bei Kindern braucht man nicht so eine gute Grafik. Hätte ich natürlich vorher anders machen können. So, Surround Sound nehme ich mal raus. Das heißt, reicht einfach nur Stereo Sound. Open World braucht man nicht. So. Gut. Gut. Ich finde es so schade, dass der Hype genau dann aufhört, wenn ich die Bugs fixe. Komisch. Ein großer Messestand, dann warten wir noch die Messe ab. Der Hype könnte bis dahin zwar wieder ein bisschen sinken, aber dafür steigt er wieder nach der Messe. Wow, da kommt die Messe. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schon mal besser als letztes Jahr. Genau, jetzt mal auf Platz 40. So. Jetzt seht ihr, wie hoch der Hype jetzt ist und jetzt stelle ich fertig. Also natürlich keinerlei Rekorde, weil es ist halt ein Basic-Spiel für Kinder. Also ich hab, zumindest versuche ich mir das jetzt so zu erklären, weil wenn ich mir so überlege, so Nintendo DS-Spiele, so die echten Nintendo DS-Spiele, die sind alle irgendwie für den Preis, muss ich ehrlich sagen, Crap. Weil da kriege ich für den gleichen Preis ein gutes PC-Spiel und krieg daraus viel mehr. Grafik und so weiter. So. So, warten wir jetzt mal die Bewertung ab. Ja, wird wieder so ein mittelmäßiges Spiel. Ja, schau mal. Was ich dazu so sagen muss, das ist ja für Kinder. Und diese Zeitschriften sind ja komplett Erwachsene. Den können die doch Erwachsenen doch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, wenn es ein Spiel für Kinder ist. So sehe ich das. Ganz ehrlich. Aber naja. Ja. So Nachricht entschlüsseln. Scheiß drauf, einfach machen. Gut, das war die Spielbewertung. Jetzt können wir noch mal ganz, ganz, ganz schnell noch mal gucken, wo denn da jetzt der Fehler war. Laut den Experten. Er hat aber jetzt schon früher die 500.000 erreicht, als eben gerade das andere Spiel. So, kann ich überhaupt einen, kann ich eigentlich eine neue Engine erstellen? Irgendwas Neues, irgendeine neue Grafik oder so? Oh, höchstens nur Online-Spiel. Ah, nee. So. Also, ich melde mich sozusagen aus meiner, an Anführungsstrichen, Sommerpause wieder zurück. Ich werde jetzt aktiver wieder Videos machen. Und ja. Es wird nicht täglich eins kommen, aber es wird alle 2 Tage eins kommen. Es wird halt so sein, wie ich es halt schaffe, weil wenn gutes Wetter ist, werde ich ganz bestimmt nicht hier in meinem Zimmer sitzen am PC und irgendwas machen, sondern ich mache das nur an schlechten Tagen, wenn es mal schlechtes Wetter ist. Und ja. Wie gesagt, entschuldigt mich das, ich möchte jetzt halt auch so ein bisschen, weißt du? Ihr wisst ja, ich komme jetzt aus der Schule raus und bin nicht froh, dass ich jetzt sozusagen die Schule geschafft habe und ja. Das genieße ich. So, knackt's die Million, ja oder nein? Bitte lass es noch die Million knacken. Nee, es wird die Million nicht mehr knacken. Es wird die Million nicht mehr knacken. Ganz knapp wird das knacken. Ja, hier, zack. 70, so noch ein paar Monate länger und es hätte geknackt. Ja. 20.000, naja, gut.
Naja, gut. Also, ich würde dann mal sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ruhig eine positive Bewertung da. Und wie gesagt, vielen Dank für 200 Abonnenten. Ihr seid einfach die Besten. Bis zum nächsten Mal und haut rein und bleibt flauschig. Auf Wiedersehen.